Also mein Name ist Esther Trost, ich bin Strahlentherapeutin, Radioonkologin und leite zusammen mit Frau Professorin Krause die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie hier in Dresden. Wir sind am Universitätsklinikum Karl Gustav Carus in Dresden und wir haben hier sowohl die klassische Photonentherapie, die wir anbieten an verschiedenen Bestrahlungsgeräten, als auch seit Ende 2014 die Protonentherapie, die wir auch anbieten können bei unseren Patienten. Patienten werden, egal ob mit Photonen oder Protonen, nicht nur einmal bestrahlt, so wie beim Chirurgen, sondern unsere Therapie, gerade bei Kopf-Hals-Patienten, ist häufig über 7 Wochen, also eine langwährende Therapie. Und ungefähr 20 Minuten am Tag sind die Patienten auch tatsächlich dann bei uns hier. Was sind die Unterschiede? Photonentherapie sind hochenergetische Strahlen, das heißt, die durchdringen den Körper und machen eigentlich erst im Körper selber dann wirklich die Strahlung frei im Sinne von Elektronen, die wir brauchen, um in dem Erbgut der Tumorzellen Schaden anzurichten. Jeden Tag geben wir ganz kleine Portionen, weil wir natürlich nicht nur den Tumor schädigen, sondern auch Normalgewebe, und das Normalgewebe muss sich wieder erholen können zwischen den Bestrahlungen. Deswegen gibt es jeden Tag ein ganz kleines bisschen Bestrahlung und deswegen auch die Länge der Bestrahlung. Wenn wir mit Photonen bestrahlen, kommen sie eigentlich auf der einen Seite vom Körper hinein und auf der anderen Seite, zum Beispiel vom Kopf, kommt ungefähr die Hälfte auch wieder raus. Das heißt, ich habe auch ein großes Gebiet, was ich mit Niederdosis bestrahle und muss aus vielen verschiedenen Einstrahlrichtungen bestrahlen, dass ich das Gebiet mitten im Kopf zum Beispiel hinreichend gut bestrahlen kann. Protonen sind Wasserstoffkerne, also wirklich H+-Teilchen. Die werden auf 2/3 der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt in einem großen Gerät, was wir uns auch unten nachher anschauen werden. Oder das Gerät selber nicht, aber die sonstige Anlage werden wir uns auch mit anschauen. Und dort, diese Wasserstoffkerne sind direkt schon eigentlich, also befähigt, auch mit dem Erbgut Schaden anzurichten und mit im Erbgut Schaden anzurichten. Das heißt, man braucht nur 2 oder 3 Einstrahlrichtungen. Und das Schöne ist, bei den Protonen, die geben sehr energieabhängig ihre gesamte Dosis ab. Und dahinter ist dann auch gar keine Dosis mehr. Und das nutzen wir. Also stellen Sie sich vor, wenn wir einen Patienten mit einem Zungentumor bestrahlen müssten, dann kommen vielleicht 2 oder 3 Felder von vorne. Dann wird alle Dosis auch im Tumorgewebe, also in der Zunge, abgegeben. Und hinten, Rückenmarkbereich, Kleinhirnbereich und Ähnliches, ist komplett geschont. Und das ist natürlich eine schöne Sache, die wir hier seit vielen Jahren anbieten können. Leider nicht allen Patienten. Das heißt, wir haben verschiedene Verträge auch mit Krankenkassen abgeschlossen. Und wenn Patienten nicht in der Krankenkasse sind, die das direkt bezahlt, dann stellen wir auch Kostenübernahmeanträge. Aber man muss dann trotzdem natürlich auch die Sicherheit haben der Krankenkassen, dass es bezahlt wird. Und die Frage oder das Prinzipielle ist, dass Patienten erstmal auch eine nicht metastasierte Erkrankung haben. Das heißt, dass wirklich der Tumor noch lokal ist und nicht gestreut hat, sondern dass man auch von einer heilenden Therapie ausgeht. Also Patienten, die wir symptomlindernd bestrahlen möchten oder eine Blutung stillen möchten, die schon Fernmetastasen haben, solche Patienten dürfen wir nicht mit Protonen bestrahlen. Also was man merkt in den akuten Nebenwirkungen mit Protonen, ist die Hautreaktion ein bisschen höher, weil wir ja, wie gesagt, gleich mit die Protonen haben gleich ihre Energie. Das heißt, sie können gleich mit der Haut wechselwirken. Photonen müssen erst die ersten 5 mm ungefähr unter die Haut eindringen, bevor sie dann mit Elektronen in Berührung kommen, die dann eigentlich erst die Bestrahlung wirklich auch lostreten, in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben mit den Photonen ein bisschen Hautschonung, mit den Protonen nicht. Trotzdem ist es gut machbar. Es ist ein heftiger Sonnenbrand, das heilt wirklich gut ab. Also Patienten haben noch nie gesagt, oh, das hätte ich deswegen auf keinen Fall gemacht. Schluckbeschwerden sind etwas geringer. Also ich habe häufig ja die Frage, brauche ich eine Magensonde oder brauche ich ansonsten irgendwelche anderen, sagen wir mal, vorbeugenden Maßnahmen. Wir merken auch, dass wir mit den Protonen da schneller und gute Erfolge haben, das nicht zu tun und trotzdem das Gewicht halten können mit adäquater Schmerzmedikation. Mundtrockenheit kann schon auch ein Problem sein, je nachdem, weil einfach die Speicheldrüsen hier unten natürlich auch teilweise einfach mit im Bestrahlungsfeld liegen. Das ist egal, mit welcher Technik ich dann wirklich bestrahle. Und der Geschmacksverlust, der ist meistens geringer, weil wir eigentlich von beiden Seiten vorne und von schräg an beiden Seiten hinten kommen, wenn wir beide Halsseiten bestrahlen müssen. Das heißt, gerade der Mundbereich selber ist für uns ein Risikoorgan.
Und da kommt dann auch keine oder wenig Bestrahlung an. Also was man sonst mit der Rotationstechnik, mit den Photonen auch mit Niedrigdosis versieht, ist dann mit den Protonen geschont. Von dem Planungs-CT bis zum Beginn der Strahlentherapie sind es meistens 10 Tage. Das heißt, da sind alle Schritte dazwischen, die wir uns auch angucken werden. Also Maske machen mit Planungs-CT. Es wird konturiert durch den Arzt, es wird geplant durch den Medizinphysiker. 2 Ärzte nehmen den Plan ab, 2 Medizinphysiker kontrollieren den Plan. Eine Qualitätssicherung geschieht noch am Gerät und dann geht's los. Und das sind eigentlich lauter Schritte, die dann in diesen 10 Tagen auch ablaufen. Normalerweise sagen wir, möchten wir natürlich Kopf-Hals-Patienten, wenn sie nicht operiert worden sind, so schnell wie möglich aufs Gerät legen, weil da ist natürlich der Tumor einfach noch da. Wenn es postoperativ ist, muss es erst abheilen können, das ist klar. Also der Defekt muss erst einigermaßen sich dann erholen können. Meistens legen wir dann ungefähr 6, maximal 8 Wochen später, also nach der Operation, beginnt dann auch die Strahlentherapie, egal mit Photon oder mit Proton. Also es ist für mich eine Berufung. Also es macht super viel Spaß und das schönste Kompliment in einer Woche ist immer noch, wenn ein Patient gesagt hat am Ende des Gesprächs, Frau Doktor, Sie haben es gut erklärt. Dann ist mein Tag auch richtig, richtig gut.